Ich, Reinhard, habe eine Meinung und ich teile meine Meinung mit euch. Warum feiere ich nicht gerne Ostern? Warum feiere ich nicht gerne Weihnachten? Warum feiere ich noch nicht einmal meinen Geburtstag? Es gibt Christen, die sagen, wir sollten das nicht tun, weil es heidnische Feste sind. Ostereier und Osterhasen, all das ist heidnisch. Das ist mir egal, denn meiner Meinung nach sagt die Bibel, dass wir sogar Fleisch von Opfern an Götzen und Dämonen essen dürfen, denn es gibt nur einen Gott für uns. Das ist nichts, was mich stört. Lasst mich euch erklären, warum ich Ostern nicht gerne feiere. Nichts davon mag ich und ich feiere es nicht. Ich mache das nicht. Ich empfinde so darüber. Das Passa war etwas, das Gott den Israeliten auftrug zu feiern, einmal im Jahr. Sie mussten bestimmte Feste feiern. An diesem bestimmten Passa, bei einem dieser jährlichen Feste, Ostern ist etwas, das wir jährlich feiern. Es ist ein jährliches Fest, das wir feiern. Bei einem dieser jährlichen Feste nahm Jesus das Brot und den Wein und sagte zu ihnen, das sollt ihr tun, um euch an mich zu erinnern. Nun hat Paulus im 1. Korinther 11 gesagt, wie oft kam die Urgemeinde zusammen und tat das? Jeden einzelnen Tag. Also erinnerten sie sich jeden Tag an Ostern. Jeden einzelnen Tag. Denn es steht sogar in der Bibel, tut dies, um an meinen Tod zu denken. An was denken wir an Ostern? An den Tod. Die Urgemeinde wusste also, dass man täglich an den Tod denken soll. Für mich ist dieses einmal im Jahr feiern und erinnern altbündlich und ich mache es nicht. Was mache ich also? Ich feiere jeden Tag Ostern. Ich denke jeden Tag an seinen Tod. Jeden Tag denke ich an seine Auferstehung. Jeden Tag freue ich mich in meinem Herzen und ich feiere ihn. Deshalb brauche ich es nicht einmal im Jahr. Ich hoffe, ihr versteht das.